Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Ocean Horn. Dings auf Uncharted Seas. Wir sind bei eben jenem Ocean Horn. Dieser lebendigen Festung hier. Warum auch immer lebendige Festung, I don't know. Ich habe vielleicht was rausgefunden. Weil eben ist der mit der Bombe, ist der dann auch hier zusammengeklappt. Das können wir vielleicht mal probieren. Okay, da haben wir ihn wieder. Leider keine Energie zum Sprinten, aber wir haben ihn berührt. Kein Schild mehr. Muss das linke Bein treffen. Komm. Scheiße. Yes. Ah, jetzt komme ich da wieder nicht vorbei. Ah, nein, und da fällt eine Bombe auf mich. Und da fällt genau eine Bombe auf mich. Es darf nicht wahr sein. Es darf fucking nicht wahr sein. Können hier bitte Herzchen drin sein? Hallo? Sind hier Bomben drin? Ich glaub's ja nicht. Warte mal, wir nehmen mal die Schuhe. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Aber da kann man so ein bisschen ausweichen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Aber wir haben jetzt nur 3 Herzen. Das heißt, wir müssen auch dann ziemlich schnell mal nach Krügen suchen und auf Herzen hoffen. Ocean Horn, die dritte, vierte, glaube ich. Ocean Horn, die vierte. Da haben wir schon das erste Herz. Komm, 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 komm. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Das finde ich sehr gut. Ah, jetzt hänge ich da ein bisschen festgehangen. Okay, diesmal haben wir nicht so viel abgezogen wie die letzten Male. Das heißt, er geht aber auch nicht direkt in seine Bombenwerfphase. Ich glaube, ich habe gerade festgestellt, dass ich den Schild immer oben haben kann. Ich dachte, der zieht dann die ganze Zeit Energie ab. Apropos Energie, das brauche ich jetzt. Danke. Nein! Oh, ich dachte, ich hätte überlebt. Scheiße. Danke für das Herz. Eins noch, das wäre super. Nein, scheiße. Ah, hier haben wir noch einen Krug. Eine Hoffnung haben wir noch. Ja, sehr gut. Immerhin mit 5 Herzen. Also man kann hier also 8 Herzen haben. Wenn man alle Herzfragmente sammelt, könnte man es hier auf ganze 8 Herzen schaffen, was den Kampf sehr erleichtern würde. Aber ich probiere es halt mit meinen 5 hier. Das ist halt Hardcore, was ich hier spiele. Okay, 5 Herzen, Chaka Rainbird. Chaka, sage ich dann. Das war knapp. Ich kann nicht sprinten. Schaffe es aber trotzdem. Ein bisschen heilt er sich danach dann auch wieder. Thank you.
Ah, fuck. Ich glaube, seine Bomben kann ich auch auf seine Beine werfen. Danke. Bisschen eng hier alles. Scheiße. Scheiße! Mann! Da habe ich mich jetzt ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, seine Bomben auf seine Beine zu werfen. Habe nicht mehr auf mich und alles geachtet. Auf mich und alles. Es muss doch theoretisch auch mit 4 Herzen zu schaffen sein, oder? Wahrscheinlich muss man dann sehr gut sein. Wir haben halt so gut wie alles, was Nebenquests anbelangt, haben wir halt konsequent ausgelassen. Vielleicht rächt sich das jetzt gerade. Ich weiß nicht. Direkt wieder getroffen, sehr nice. Direkt wieder getroffen. Kann gerade nicht sprinten, aber ich kriege ihn trotzdem. Direkt wieder getroffen. Nice. Wir haben immer noch 5 Herzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, komm, treff ihn doch. Scheiße. Nein, 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 nein. Immer so knapp. Nein! Nein, das war so gut. Das war so gut. Das war so verdammt fucking gut. Ich muss da, glaube ich, aus dieser Ecke raus. Aber ich kann hier auch... Danke. Bitte noch eins, wenn es geht. Nein, scheiße. Ich glaube, ich muss da aus dieser Ecke raus. Auf ein neues. Oceanhorn, die 5., 6., wer zählt mal mit? Da mal eigentlich so ein paar Dinger da sprengen. Da fällt mir wieder so eine Bombe um den Kopf.
Gacha. Nein! Dass doch so eine Bombe so ein One-Hit ist. Das ist doch scheiße. Warum ist denn so eine Bombe so ein One-Hit? Ich habe jetzt versucht mit den Bomben, habt ihr gesehen, die Krüge zu sprengen. Dass ich da nicht die Krüge durch die Gegend werfen muss, sondern halt schneller an die Sachen rankomme, die da drin sind. Waren wir nicht schon mal Stufe 12? Kann das sein? Haben wir durch so viele Tode schon eine Stufe eingebüßt? Das wäre ja super. So, Oceanhorn, die 7., 8. Ich wollte nicht auf ihn werfen. Boah, das war knapp. Das war gut. Das falsche Bein. Aber so kann ich ihn kurz außer Gefecht setzen und mal hier reingucken. Das war das richtige Bein. Fuck. Komm. Nein, 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 nein. Nein, Mann. Hätte der eben da 2 Millimeter weiter, dann hätte der den... Dann hätte ich sein Bein getroffen, dann wäre es das gewesen, wenn da nicht noch eine... Toll, ja, Münzen. Gib mir Münzen, weißt du? Wenn da nicht noch eine Phase hinterhergekommen wäre. Es ist immer, boah, da regnet's Bomben, ey. Und du hast halt nicht so viel Energie, den Schild die ganze Zeit oben zu halten. Das ist das Problem. Der Schild, du kannst ihn die ganze Zeit oben halten, aber er verbraucht Energie, sobald er irgendwas abwehrt. Also sobald der Laser draufkommt oder eine Bombe. Ich weiß nicht, ich glaube, eine Bombe, wenn eine Bombe draufkommt, ist das ebenso. Und dann geht er dann weg, der Schild, und dann ist vorbei. Diese Reflexionsgedöns-Scheiße da. Komm. Dieses Zielen ist auch nicht so leicht, wenn man sich da immer so blöd drehen muss. Siehst du, jetzt ist schon wieder mein Schild vorbei gewesen. Das dauert ewig lang, bis sich die Energie wieder auffüllt. Das dauert einfach ewig lang. Und wenn er da so einen Scheiß macht und sich so mitdreht, dass ich gar nicht an sein anderes Bein rankomme, frisst das. Dann ist das echt mies. So, jetzt aber. Und druff. Sein Bein getroffen, sehr gut. Sein Bein getroffen, perfekt.
So, so weit waren wir schon häufiger mal. Und dann fallen mir immer Bomben um den Kopf und dann ist vorbei. Jetzt ein Bein erwische! Oh mein Gott! Go, 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 go! Go, 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 go! Hab ich's etwa geschafft? Bitte, bitte steh nicht nochmal auf oder so. Läuft alles in Zeitlupe? Oh nein! Bitte nicht! Hä? Oh Gott, das war noch nicht der Endkampf. Ach, Vater macht mit, oder was? Der Bosskampf geht noch weiter. Lebendige Festung Oceanhorn. Nochmal. Scheiße. Was ist das denn? Alter, was? Alter, was? Wo bin ich denn jetzt? Und was muss ich jetzt hier machen? Muss ich ja gegen die Dinger hauen oder was? Der macht ja irgendwie nicht so viel Laser. Ich hau mal gegen diese Teile hier, guck, ob da irgendwas passiert. Okay, die gehen an. Und ich bin tot. War ich jetzt tot, weil ich in diesem Ding drin stand, oder hat der gerade eine Bombe auf mich geworfen? Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Es tut mir sehr leid. Ich dachte auch, es wäre da vorbei. Aber ich hätte es besser wissen sollen. Natürlich hat so der Endkampf nicht nur eine Phase, sondern 7 wahrscheinlich. So, und den schlage ich jetzt mal von außen. Dunkler Apostel. I don't understand. Jetzt nicht einen getötet davon? Verstehe ich nicht. Keine Bomben mehr. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier tun muss. Krieg doch niemals down in der Zeit, wo die hier sind. Hä? Wo wie auch immer wieder wegläuft.
Ja, und dann geht er wieder in ihn rein. Hä? Ich verstehe das nicht. War der erste, die erste Phase noch ziemlich... Das verstehe ich nicht. Da muss ich jetzt, leider mal wieder in die Komplettlösung gucken, wie das funktioniert. Ich danke euch fürs Zusehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, weil ihr voll die Helden seid. Ich nicht. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen!